Hallo Na. Moin Freunde, was geht ab? So, hätten wir das schon mal geklärt. Heute zeigen wir euch unsere Pokémon-Accounts. Also Pokémon Go-Accounts, so besser gesagt. Wir fangen einfach mal an. Ganz klassisch, der Clint ist Level 30. Lange nicht gezockt. Also angefangen haben wir am 8.7.2016. Dann war lange, lange Pause. Und ich glaube, dieses Jahr Mai als März, Mai, irgendwie so. Mai muss es gewesen sein. Da haben wir wieder angefangen. Hier sind auch unsere Medaillen. Drachen ist ein bisschen belastend. 12. Ich glaube, Gonzales hat auch nicht mehr. Kampf ist auch belastend. Oh, bald eine Medaille mehr. Läuft. So, der Rest. Silber, Gold. Ja, ein paar Tausch, fehlt auch nicht mehr viel. Dann haben wir 100.000. Ich glaube, Gonzales hat ein bisschen mehr. Der hat so viel Japanische. Der guckt auch gerade auf ganz sneaky zu. Also ganz sneaky. Freunde. Guck mal hier, Freunde. Super. Japaner, Gonzales nur Platz 2. Ist nicht der beste Freund. Er kommt nicht in die Kamera. Geht nicht. Er müsste. Dann muss er sich richtig weit nach vorne lehnen. Das wäre, glaube ich, nichts. So, ein paar bald auf beste Freunde hier. Oh, wie sind das? Oh, einige, muss ich sagen. Na gut. Herdog nicht mehr. Ja, okay. Ja, okay. So. Dann gehen wir mal hier mal in das Herzstück. Da, wo ihr auch hingucken wollt. Ne? Marvin, hör auf mit der Scheiße. Aha, hör auf zu lügen. So, hier, das sind meine Pokémon. Die müsstet ihr... Da kommen die, glaube ich, hin. Da müsstet ihr sehen. Ah, sind jetzt nicht die stärksten, aber... Erstmal zufrieden. So, da haben wir hier meine Eier. Oh, wieso ist das hier nicht ausgewählt? Ich muss doch brüten. Brüten muss ich doch. Gut. Pokédex. Oh nee, das ist der Shop. Shop wollen wir nicht. Wir gehen mal hin mit Pokédex. Ja, Kanto. 131. Johto nur 73 und 84 in Höhen. Ja, also ich bin relativ zufrieden, wie voll das ist. Geht natürlich voller. Man könnte schon alles haben. Aber für dafür, dass ich knapp ein Jahr, zwei Jahre Pause gemacht habe. Ja. Finde ich das Ganze in Ordnung. So, dann können wir mal eben hier in die... Oh. Der kann natürlich weg, das ist Müll. Man hat nämlich nur noch Top-Trank und Top-Beleber. Der Rest ist... Ein Rauch habe ich noch, ein Raid-Pass, ein Premium-Raid-Pass. Drei Geschenke, die müssen noch weg. Ein paar Pokebälle, Superbälle, Hyperbälle, was man halt so hat. 7 Lock-Module. Ja, ein paar Bären, Kamera, habt ihr alle. Zweimal Sonnenstein, Kingstein. Einmal Metallmantel, Drachenhaut und Upgrade, also die Standarddinger. So. Oh, dann kommen wir hier nochmal eben rein. Ganz vergessen. Glücks-Pokémon. Da habe ich insgesamt 5 Stück. Ja. Hm. Glücks-Pokémon halt. Gibt nicht viel zu sagen. So, dann können wir nochmal eben kurz nach den Shinies gucken. Da gibt es dann nämlich Shiny Blitzer, Shiny Garados, Shiny Turtok mit Sonnenbrille, zweimal Shiny Turtok ohne Sonnenbrille, Shiny Flamara, ein Shiggy, ein Shillock mit Sonnenbrille und eins ohne. Denke ich mal, hat jeder, muss jeder haben. So, was haben wir hier noch? Ah, hier meine Aufgaben. Ja. Eine, die ich morgen abgeben kann. Jetzt seht ihr auch das Datum, wann wir das hier aufnehmen. Oder ich. So, und dann meine Spezialaufgaben. Bin ich 3 von 8. Halt Eier ausbrüten. Hart nervig. Aber, ja. Wir kommen der Sache langsam näher. Und dann bin ich mal gespannt, was 4 von 8 kommt. Nicht spoilern. Ich will mich selber überraschen lassen. Ja. So im Großen und Ganzen. Ah ja. Mein Kumpel. Nicht vergessen. Mein Evoli. Ja, wird bald zu Ziana nach daran entwickelt. Jo. Moment nochmal eben. Medaillen. Standardmedaillen. 4 Stück. Aha, wusste ich gar nicht. Gut. Dann kommt jetzt im Anschluss dieses hier. Ist dann gleich vorbei. Und im Anschluss kommt dann
González seins. Nämlich. So, Freunde, da bin ich jetzt mal hier am Start. Ich versuche hier die ganze Zeit immer mal auch in die Kamera zu gucken. Ist nicht so einfach hier, ne? Mit gleichzeitig noch iPhone in der Hand. Ja, ich bin Level. Hier ist das. Level 32 bin ich. Mein Kumpel ist gerade Punita, weil wegen sehr belastend. Ich habe noch keinen Galopper und ich brauche jetzt einfach mal ein paar Bonbons. Und da ich schon mittlerweile durch diese Abfuckaufgaben 40 Kilometer, glaube ich, mit Evoli gerannt bin, kann ich das leider nicht mehr sehen. ich drücke mal auf den Pokéball. Ich spiele seit dem 13.07.2016, das ist quasi kurz nachdem das rausgekommen ist, habe ich es mir eigentlich direkt runtergeladen, habe dann gespielt bis. Oh, das können wir sogar nachgucken. Habe gespielt. Oh, hier meine ganzen. Heute ist übrigens hier die Safari-Zone gestartet und deswegen habe ich hier so dezent ein, zwei Winguls mit der Hoffnung, es ist ein Shiny bei. Natürlich nicht. Achso, Funddatum ist schon. Könnt ihr mal eben gucken. Ich habe gespielt. Ich glaube, das war bis. Da, bis Electek. Bis zum 18.08. Also. Einen Monat habe ich gespielt und dann nicht mehr und dann habe ich jetzt im Mai wieder angefangen, wo wir auf Hawaii waren, habe dann auch direkt ein Corazon gefangen, was bis vor kurzem ja noch was Seltenes war, jetzt ja leider nicht mehr. Grüße gehen raus an Dortmunder Safari-Zone, ne? Ja, meine stärksten Pokémon, kein Problem, haben wir hier im Angebot, ist mein Leterking seit neuesten, chillt gerade in der Arena. Und davor war es mein Despotar, mein Shiny Despotar. Das war der erste Community Day, den ich mitgemacht habe. Lavita, und da wusste ich gar nicht, dass man da so geil Shinies kriegen kann. Hat mich richtig gefreut. Hat so, oh mein Gott, Shiny, hat noch nie Shiny. Und dann, ja, wie wir mittlerweile wissen, ist ein Shiny an einem Community Day jetzt nicht so selten, aber ist schon ganz schmackhaft, finde ich schon ganz cool. Auch mit Feuersturm ist okay, kann ich voll und ganz mit leben. Sonst habe ich hier noch Rizaros, Aquana, Gyarados. Gyarados mit 96% ist natürlich auch sehr, sehr schön. Mein Simsala finde ich auch cool. Ich mag Simsala sowieso ganz gerne. Mew durch die Spezialaufgabe habe ich natürlich auch. Alles, was ich an Sonderbonbons habe, habe ich da reingeprügelt. Weil 20 Kilometer laufen sehe ich nicht ein. Für ein Bonbon? Ne. Ja, dann können wir mal rüber gucken über die Shinies, die ich habe. Schillernd. Und da wird schnell klar, ich habe schon jetzt danach die ganzen Community Days alle mitgenommen. Also wie ihr seht hier, Psyana, Aquana, wir können dann auch mal eben nach Nummer, ist dann einfacher. Hier die Shiggies, die ich noch alle habe. Dann habe ich noch ein Goldie, ne? Ein goldenes Carpador, das wird jetzt auch demnächst entwickelt. Dann habe ich auch ein schönes rotes Gyarados, da freue ich mich schon drauf. Ja, noch die ganzen Evolis in Shiny, da habe ich mir noch ein paar von aufgehoben für die weiteren Generationen, die reinkommen. Hier habe ich ja schon genannt, hier Volipurba. Und Glaziola auf jeden Fall, Felinara so auf ganz, ganz weit vorausgeguckt, man weiß ja nie, ne? Und dann habe ich noch drei Shiny Evolis so, aber die sind schon einem Kollegen versprochen. Ja, zweimal Aquana Shiny, zweimal Blitzer Shiny, einmal Flamara noch in Shiny, Sonflora, Psyana, dann Nachtara, ja, Jebediah wegen unserer Soulink noch. Grambul, Lavita noch zwei Stück und Plusel und Minus, Minun und noch ein Roselia. Roselia sieht eigentlich ganz cool aus, finde ich, in Shiny mit der schwarzen Rose. Hat was. Ja, das sind so meine Shinies, die ich habe. Dann kann ich euch noch die Glücks-Pokémon zeigen. Habe ich auch jetzt schon ein, zwei. Die Alola-Mautis ganz belastend. Da habe ich einfach random mit einem Arbeitskollegen getauscht und dann auch noch, weil wir einfach nur die Kilometer haben wollten. Und dann werden das auch noch Glücks-Pokémon. Brauche ich einfach nie, aber ich habe sie. Ja, noch Lamus, das Kickli finde ich ganz cool. Hier, das finde ich ganz nice hier von einem Kumpel, der hat den Tauros. Und wir haben das getauscht, und weil das noch von früher war. Und die von früher haben ja eine erhöhte Chance, Glücks-Pokémon zu werden. Ist dann ein schönes Tauros dabei rausgekommen. Ja, hab dann natürlich auch keinen, bis jetzt noch nicht irgendwie Bonbons gesammelt oder so, weil Evolia und so immer noch dazwischen gekommen ist. Ja, Flamara habe ich auch noch als Glücks-Pokémon. Ich habe noch zwei Carpador als Glücks-Pokémon, auch eins mit 90%. Das heißt, ich werde mindestens noch einmal 400 Bonbons sammeln müssen. Weil so ein Glücks-Carpador ist, glaube ich, auch ganz cool. Endivir, ja, ist okay. Und ja, hier wieder auf ganz belastend Hut. Nee. Unglaublich. So,
Dann kann ich euch ja mal meinen Pokédex zeigen. Ich habe überall die goldene Medaille. Ich habe jetzt insgesamt 347 gesehen und davon 325 gefangen. Und jetzt kommt schon der belastende Teil. Also ich habe 140 aus Kanto und nur die vollentwickelten fehlen mir, bis auf Porenta, meine ich. Also ne, hier, wie ihr schon seht, hier Bisaflor, gut, Glutexo fehlt noch, aber ich habe einen 98er Glumanda. Da warte ich noch, ne? Noch Glurak fehlt mir, dann wie ihr seht hier, Mahomai noch nicht geschafft, den Raid zu machen, ne, hier, Clint mit dem Kumpel auf 31er Basis ohne mich, ne, da machst du nix. So, Galoppa fehlt mir noch, aber da bin ich ja dran, Porenta ist klar, Tragosso ist auch so eine Sache wie Galoppa, Kangama, gut, ja, bin nicht in Australien unterwegs leider, Lavados, jetzt hoffentlich, wenn die globalen Sachen hier klappen, die globale Change und der Lavados Day dann freigeschaltet wird, dann hole ich mir auch noch einen Lavados, definitiv. Dragoran auch sehr belastend und Mewtwo X-Rate oder beziehungsweise Mewtwo allgemein ist auch knifflig hier zu kriegen in Buxtehude. In Buxtehude gibt es glaube ich eine Arena, die eine X-Rate Arena werden kann und das andere ist Hasefeld, da können es glaube ich sogar zwei sein, aber da bist du dann, musst schon gefühlt eine halbe Stunde hinfahren und dann die Arena da klar machen, um so eine Einladung zu kriegen und ja, ist halt sehr belastend, ne? So, in Johto sind noch so ein paar Lücken da noch mit drin. Hier Ampharos bin ich auch mit dran, habe noch einen Voltilam mit 96%. Scaraborn ist hier nicht möglich. Hier sind noch so, ne? Ja, sind noch ein paar Lücken. Aber da bin ich dran, ne? Da geht noch was hier, ne? Gut, Gardevoir ist auch immer so. Aber dafür, dass ich, also man muss noch dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe. Ich habe ja knapp zwei, ja, habe ich 2 Jahre ja nicht gespielt und dafür, dass ich 2 Jahre pausiert habe und jetzt seit Mai es wieder spiele, sind da schon ganz gut, oder ist der Pokédex schon ganz gut gefüllt, muss ich sagen. Also bin ich auch zufrieden mit. Schon gut was gefunden. Items, ja, ich habe nur noch Top-Tranks und Top-Beleber, weil der Rest interessiert mich nicht mehr. Also da füllt sich das auch von alleine durch die ganzen Geschenke, die man ja immer kriegt und ja, scheißegal. Top-Trank, Top-Beleber, was Besseres gibt's gar nicht. Dann habe ich noch 3 Glückseier, noch einen Raid-Pass, noch 3 Premium-Raid-Pässe. Ein Sternstück finde ich ganz gut, weil ich teilweise schon bis auf, ich glaube, 50.000 Sternstaub wieder runter war und das wieder so hoch zu haben. Das dauert ja ewig. Es dauert ewig. 10 Geschenke noch, ein paar Pokebälle, 20 Lokmodule. Ich werde die nicht los. Immer wenn ich unterwegs bin, es lohnt sich nicht, wenn ich irgendwo durchgehe, ein Lokmodul einzusetzen. Und ja, da, die habe ich halt. Ne? Und dann noch Evolutions-Items, 6-mal Kingstein, 8-mal Metallmantel. Also ich weiß gar nicht, wie die alle hergekommen sind und auch nicht durch die Sonnenkernaufgaben, weil die habe ich fast alle ignoriert, weil ich hatte die vorher schon, alle die ganzen Items. Ja, belastend. Also eigentlich nehmen die nur Platz weg, aber ich will sie auch nicht wegschmeißen bisher. Dann, achso, hier meine Aufgaben hier, da können wir jetzt mal eben eine spontan machen, weil jetzt, ab jetzt ist ja gerade die globale Forschung. Hier ein schönes Girafarik, dann könnt ihr auch mal meine super geilen Skills hier sehen. Hier nehmen wir nochmal hier eine schöne Sananabeere. Hier, ich bin übrigens immer ein Linksrumdreher sozusagen, also gegen den Uhrzeigersinn. Da irgendwie ist das drin, das kann ich mit Daumen und Zeigefinger. Hier, ja, natürlich springt er genau in dem Moment hoch, ne? War ja wieder klar. So, hier, zack, großartig, das bleibt drin. Wir wollen weitermachen hier. Ne? Wir haben keine Zeit. Aha, guck, zack, bitte. Also wie gesagt, ich drehe immer so rum. Ich glaube, Frank dreht andersrum. Und das habe ich mal ausprobiert, geht gar nicht. Da kriege ich Nasenbluten, aber dezent. So, hier mal eben einmal abchecken hier, weil bist du was Vernünftiges. Verteidigung, ja, okay, ganz klingt. So, Spezialaufgaben für Celebi bin ich jetzt bei 6 von 8. Muss jetzt hier besuche 7 Tage hintereinander Pokestops. Einfachste Aufgabe. Davor, die Aufgaben haben mich mega angekotzt. Weil ich wusste, was kommt. Ich wusste, dass du Evoli zu Psyana entwickeln musst und danach Evoli zu Nattara. Und bin dann extra schon mit einem Evoli vorgerannt und habe dann die 10 Kilometer fertig gehabt und dachte, alles klar, dann kann ich jetzt Psyana entwickeln und dann geht es gleich weiter. Ja, geht leider nicht. Muss nochmal laufen, weil du kriegst ja das, du kriegst nochmal ein Evoli und musst dann nochmal mit irgendeinem Evoli ja dann 10 Kilometer laufen. Und das gleiche musst du nochmal machen. Und so bin ich dann 40 Kilometer mit so einem scheiß Evoli hin und her gelaufen, nur wegen diesen blöden Aufgaben. Ey, oh, ey, mega anstrengend. Sonst war hier noch die Aufgabe,
25 Beeren, glaube ich, Sananabeeren benutzen und ich weiß gar nicht, was das andere nochmal. Auf jeden Fall, der Rest ist eigentlich easy. Ne? Ich glaube, die 7 von 8 ist auch einfach. Und dann werde ich spätestens, schätze ich mal, in 10 Tagen oder je nachdem, wie viel Zeit ich noch brauche, oder in einer Woche, werde ich dann Celebi haben. Ne? Kumpel-Pokémon habe ich gesagt. Achso, meine Medaillen kann ich auch noch zeigen hier. Ne? Ich habe übrigens gerade auch 3, sind es 3 Pokémon in der Arena? Ja, nee, 4, oh, 4 sogar. Das läuft ja bei mir. Ein paar Goldmedaillen habe ich. Ich habe auch sogar 4 Inkognitos gefangen bei der Gamescom. Ich kann euch nur empfehlen, irgendwie, wenn ihr irgendwie an Freundescodes rankommt, die weit, weit weg wohnen für die Aufgabe mit den Tauschkilometern. Ich habe jetzt 186.000 Tauschkilometer, dadurch, dass ich viele Japaner als Freunde habe. Und die schicken mir auch sogar regelmäßig Geschenke. Und wenn man die ja aufmacht und man hat einen Eislot frei, kriegst du ja automatisch ein Alola-Ei. Die Fang-Goldmedaillen sind auch ganz gut gefüllt. Drache ist wie bei Frank sehr belastend. Also ich muss sagen, hier sind so wenig Drachen, das ist echt traurig. Ich weiß nicht, ist bei euch auch so? Keine Ahnung. Sonst, die anderen füllen sich ganz gut. Feuer durch die Hondusta jetzt letztens und Eis geht ja auch immer mit Seemobs immer ganz gut. Das ist so mein Account. Ich packe auf jeden Fall den Freundescode noch mit unten rein hier. Das ist mein Freund. Ich habe mittlerweile 61 Freunde. Freue mich schon, Freundschaftslevel. Freue mich schon, denn ich habe hier bald mindestens 3, 4, 5 beste Freunde. Dann gibt es nochmal ordentlich Erfahrungspunkte. Auch richtig, richtig gut. Und das ist mein Pokémon Go Account. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen da und einen Kommentar. Schreibt mal ruhig, was eure stärksten Pokémon sind. Würde mich sehr interessieren, auf jeden Fall. Und wenn ihr noch Freunde braucht für die Freundschaftsausgabe für Celebi, dann schickt ruhig eine Freundschaftsanfrage raus. Die Codes werden unten drin stehen. Und dann bis dann, halt die Haare, lasse weh, ne? Muss bloß.